Ein prominenter Mann befindet sich im Schiedsgericht bei der Entscheidung der 100-Kilogramm-Klasse. Der sowjetische Olympiasieger von 1964 und 1968, Leonid Schapotinsky. In der leistungsschwächeren Gruppe startet der Österreicher Rudolf Hill. Nach einem schönen Anfangsversuch mit 145 Kilogramm scheitert der Wiener zweimal mit 150 Kilogramm. Und auch im Stoßen gelingt nur der erste Versuch mit 187,5 Kilogramm. Zwei Versuche mit 192,5 Kilogramm schlagen fehl. Hill wird unter 18 Athleten mit 332,5 Kilogramm Zehnter. Kubaner Blanco hat im ersten Versuch 162,5 Kilogramm abgeworfen. Nun seine zweite Probe. Manfred Funke aus der Deutschen Demokratischen Republik hat mit 160 Kilogramm begonnen. Er setzt fort mit 165 Kilogramm und 167,5 Kilogramm. Und dieses Gewicht bedeutet für den Sportler die Bronzemedaille im Reißen. David Riegert beginnt mit 170 Kilogramm und gewinnt die Silbermedaille. Zweimal kann der sowjetische Weltmeister und Olympiasieger die 177,5 Kilogramm schwere Hantel nicht meistern und wird von seinem Landsmann Sergei Arakelov, der 172,5 Kilogramm zur Hochstrecke gebracht hatte, geschlagen. Thank you.
Der Schwede Lennart Dahlgren sorgt wie immer für Komikereinlagen. Beidarmig stoßen 200 Kilogramm. Kilogramm ist das Anfangsgewicht für Blanco. Kilogramm Funke. Der DDR-Athlet wird mit 367,5 Kilogramm im Zweikampf Dritter. Zeigt der Tscheche Anton Baraniak. Mit 205 Kilogramm erringt er Bronze im Stoßen. Kilogramm. Der Kubaner Blanco erzielt 362,5 Kilogramm und wird Vierter im Zweikampf. Kilogramm. Es folgen die ersten Versuche von Arakelov und Riegert.
217,5 Kilogramm. Rakilov kann erst bei der Wiederholung dieses Gewicht zur Hochstrecke bringen. Und damit führt er vor Rieget. Kilogramm. Wenn Rieget Weltmeister werden will, muss er diese Last nach oben bringen. Rakilov hat 390 Kilogramm erreicht. Rieget würde mit 220 Kilogramm die gleiche Zweikampfleistung aufweisen und durch das leichtere Körpergewicht siegen. Weltrekordversuchen auf 225,5 Kilogramm wird die Entscheidung in der 100 Kilogramm Klasse abgeschlossen.